Auch wenn beide der frisch angekündigten Sets vorher schon mal geleakt wurden, können wir uns jetzt über die Ankündigung freuen, was die beiden mit sich bringen, und alle neuen Infos erfährt ihr in diesem Video. Gestern Abend wurden zwei kleinere neue Inhalte für die Sims 4 angekündigt, die ebenfalls in der nächsten Zeit veröffentlicht werden. So können wir uns über das frisch angekündigte Wüsten-Oase-Set für den Baumodus und das neue erste Outfit-Set für den Ersteller einen Sim-Modus freuen. Mit ersterem lassen sich neue moderne Möbel für den Garten nutzen und Objekte mit Stein- und Holzmaterialien auswählen. Die Beschreibung hierzu lautet wie folgt: Genieße die Sonne mit den luxuriösen Einrichtungsobjekten für drinnen und draußen aus dem The Sims 4 Wüsten-Oase-Set. Kombiniere Möbel, Vorhänge und mehr in neutralen Tönen, um eine helle, kultivierte Umgebung zu erschaffen, in der deine Sims Entspannung und Unterhaltung finden. Unaufdringlicher Luxus. Diese Sammlung bietet neutrale Farben, die von der natürlichen südwestlichen Wüstenlandschaft inspiriert wurden, und Materialien wie Stein und Holz. Der gesamte Look ist luxuriös und unaufdringlich, also ideal für den Bau einer erholsamen Oase im Haus oder auf der Terrasse. Spaß und Funktion. Platziere eine Bar, einen Zweisitzer, einen Kamin und mehr als integrierte funktionale Architekturelemente, um die perfekte Umgebung für die nächste große Party oder ein gemütliches Abendessen zu erschaffen. Besondere Highlights sind hier meiner Meinung nach diese neuen offenen Fenster und die tollen neuen markisenähnlichen Elemente fürs Dach. Wie viele Objekte hier genau enthalten sind, steht derzeit noch nicht fest. Dieser Spieleinhalt kann am 14. September, also in 2 Wochen, erworben werden. Weiter geht es mit dem neuen erste Outfit-Set, welches neue Mode für Sims-Kinder mit ins Spiel bringt. Dieses beschränkt sich aber wohl auf Sachen für Kinder, die Kleinkinder gehen hier also leer aus. Wir erhalten neue modische und moderne Outfits, die wohl eher für den Alltag konzipiert wurden. Auch hier gibt es eine erste offizielle Beschreibung, die wie folgt lautet: Kleide die nächste Generation von Trendsettern mit dem The Sims 4 erste Outfit-Set für eine Verabredung zum Spielen modisch ein. Ob ein Kind am ersten Schultag alle Blicke auf sich ziehen oder mit Freunden Spaß haben möchte, mit diesem vielseitigen Outfit sieht es immer topmodisch und absolut niedlich aus. Ausdrucksstarke Kleidung. Wenn aus Kleinkindern größere Kinder werden, sehen sie sich tagtäglich mit der Aufgabe konfrontiert, sich selbst einzukleiden. Eröffnet deinen heranwachsenden Kindern mehr Möglichkeiten, ihre Persönlichkeit mit Jacken im Leoprint, gemusterten Leggings und farbenfrohen Sonnenbrillen zum Ausdruck zu bringen. Mode 24/7. Deine Sims-Kinder können trendige Outfits tragen, die für Geburtstagspartys, die Schule oder einfach nur für ein Treffen mit Freunden geeignet sind. Diese legeren Looks erfordern zwar keinen besonderen Anlass, können sich aber trotzdem überall sehen lassen. Ehrlich gesagt gefallen mir die Sachen tatsächlich ziemlich gut. Ein waschechtes Highlight gibt es hier aber meiner Meinung nach nicht unbedingt. Hier würde ich aber auf jeden Fall das Oberteil mit Rucksack nicht unerwähnt lassen. Dieses Set steht bereits morgen Abend, den 1. September, für alle Spieler bereit. Das war es aber noch nicht mit neuen Sims-Inhalten. Es gab ebenfalls ein kleines Update, welches unter anderem die 3 neuen Szenarien neu in der Stadt, ständig im Schatten und elterliches Dilemma ins Spiel bringen. Hier ist das Besondere, dass er hier jetzt mit vorgefertigten Haushalten ins Spiel startet. Aber auch sonst wurden einige Fehler behoben, leider hauptsächlich welche, die mit den Szenarien zu tun haben. Aber auch der OP-Tisch, der an die Arbeiterweiterung löst, kein T-Pose-Fehler mehr aus. Sonstige neue Inhalte gab es mit diesem Update aber nicht. Und auf welches der beiden Sets freut ihr euch mehr? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.